Und damit hallo und herzlich willkommen zu der Filmreview zu S. Ich bin die K-Design und ja, ich habe mit Jay zusammen den Film S gesehen und wir sind beide einfach nur begeistert. Und ich möchte euch heute erzählen, warum ihr euch diesen Film unbedingt im Kino anschauen solltet. Viel Spaß! Das Spannende an S ist, dass er eine Neuverfilmung von dem Fernsehzweiteiler aus dem Jahre 1990 ist. In dem Film S von Stephen King und der Regie von André Muschietti geht es um die Protagonisten Bill, gespielt von Jaden Lieberherr, Richie, verkörpert von Finn Wolfhard, Stanley, gespielt von Wyatt Olef, Eddie, gespielt von Jack Dylan Grazer, Mike, gespielt von Chosen Jacobs, Ben, verkörpert von Jeremy Ray Taylor und Beverly, verkörpert von Sophia Lillis, die in der Kleinstadt Derry wohnen. In dieser Stadt verschwinden immer wieder Kinder auf mysteriöse Art und Weise. Die sieben Protagonisten schließen sich im Laufe der Geschichte zusammen, als sie immer wieder Erfahrungen mit einem mysteriösen Wesen machen. Dieses Wesen, auch genannt S, macht es sich alle 27 Jahre zur Aufgabe, Kinder zu entführen und zu fressen. Meist erscheint dieses Wesen in Gestalt des Clowns Pennywise, gespielt von Bill Skarsgård. Aber oft verwandelt sich das Wesen auch in die größten Ängste der Protagonisten, mit denen wir im Laufe des Films Bekanntschaft machen dürfen. Insgesamt geht es um die Freundschaft der sieben frühpubertierenden Jugendlichen, die sich im Laufe des Filmes zusammenschließen, weil sie nicht weiter zuschauen wollen, wie in der Kleinstadt Derry immer mehr Kinder verschwinden. Es geht also nicht nur um das düstere Horrorelement S. Die Protagonisten verbindet, dass sie alle Außenseiter sind und auch teilweise in der Schule gemobbt werden. So hat jeder eine großartige Hintergrundgeschichte mit teilweise auch viel Dramatik und daraus entstehenden Gemeinsamkeiten, die die Kinderdarsteller mit ihrer extrem guten Harmonie verkörpern. Im Film gibt es mehrere Antagonisten. Manche davon sind zwar nebensächlich, aber es gibt diesem Film einfach eine stärkere Dynamik. So gibt es außer S auch noch L. March, den Vater von Beverly, der von Stephen Bogart gespielt wird, oder auch Henry Bowers und Patrick Hocksetter, die von Nicholas Hamilton und Owen Teach verkörpert werden. Diese beiden Nebenrollen sind unter anderem auch für das Mobbing von Ben Hanscom, dem Neuen in der Stadt, verantwortlich. Aber jetzt zum Cast. Zuallererst möchte ich das extrem authentische und glaubwürdige Schauspiel von Bill Skarsgård erwähnen. Pennywise ist in dem Film zum Glück sehr oft zu sehen und in jeder Szene mit Pennywise lief mir ein Schauer über den Rücken. Bill Skarsgård hat es geschafft, viele Elemente in seiner Mimik zu einem Gesamtkunstwerk zu verbinden. Sein schauderhaftes und verrücktes Lächeln, das ständige Sabbern und vor allen Dingen auch sein Schielen, wenn er kurz davor ist, jemanden zu fressen, haben mir eine echte Gänsehaut verpasst. Auch die Kinderdarsteller sind für mich echte Nachwuchstalente. In vielen Filmen nerven Kinderdarsteller, aber in diesem Film wurde genau das Gegenteil erreicht. Die Harmonie der verschiedenen Kinder, die durch ihre Gemeinsamkeiten ausgelöst wird, hat diesem Film viele Pluspunkte verleiht. Irgendwie hat mich das Ganze etwas an Super 8 erinnert. Klar gab es in dem Film einige schlechtere und einige bessere Kinderdarsteller, aber trotzdem war das Schauspiel bei allen auf einem ganz hohen Niveau. Jeder der verschiedenen Darsteller konnte seine Hintergrundgeschichte und seinen ganz eigenen Charakter extrem gut verkörpern. Und deswegen können sich viele Zuschauer auch gut in die einzelnen Charaktere hineinversetzen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, ihnen bei ihren Unternehmungen zuzusehen. Ein weiteres Goldstück im Cast war auch Jackson Robert Scott, der Georgie gespielt hat und den Gruselfaktor manchmal ins Ermessliche hochgetrieben hat. Besonders der Satz "Du fliegst auch" hatte bei mir einfach nur Gänsehaut ausgelöst. Aber hier möchte ich nicht zu viel spoilern. Auch Stephen Bogart, der den Vater von Beverly spielt, hat extrem gute Arbeit geleistet, auch wenn er manchmal vergessen wird. Von der ersten Sekunde an hat sich bei mir eine Antisympathie ihm gegenüber entwickelt. Und genau das ist, denke ich, auch das, was Stephen King und der Regisseur André Muschietti mit diesem Film erreichen wollten. Insgesamt gibt es beim Cast extrem wenig Kritikpunkte, was ungewöhnlich für einen Film dieses Genres ist. Kommen wir nun zur Filmmusik. Direkt im Prolog, als Georgie im Regen mit seinem Boot der SS Georgie spielt, überzeugt die Musik in allen Zügen. Ohne Filmmusik wäre diese Szene nix, weil sie eine unfassbar große Dramatik aufbaut und schon vorausdeutet, dass gleich etwas Unerwartetes passieren wird. Teilweise gibt es auch gar keine Musik im Film, was dann aber auch wirklich zu den einzelnen Szenen gepasst hat. Mein einziger Kritikpunkt an der Filmmusik ist, Achtung Spoiler in 3, 2, 1, als die sieben Protagonisten das Badezimmer reinigen und dazu eine Variation zu Six Different Ways von The Cure läuft.
Das Ganze passt zwar zum 80er-Jahre-Flair, aber hat mich persönlich und auch Jay ziemlich aus der Gruselstimmung hinausgeworfen. Ich meine, Beverly wäre fast gestorben und jetzt putzen sie, als wenn nichts gewesen wäre, das Badezimmer mit stimmungsvoller Musik im Hintergrund. Trotzdem hat mich die Musik im Gesamtbild überzeugt, weil sie es schafft, viele verschiedene Stile in einem Film zu bringen und dabei perfekt das Bild untermalt. Dabei wurde natürlich auch an typischen stilistischen Horrorelementen wie extrem hohen Tönen nicht gespart. Die Kamera hat mir extrem gut gefallen. Der Look sieht etwas nach den 80er Jahren aus, in denen der Film ja auch spielt, aber wirkt trotzdem nicht altbacken oder wie mit einer VHS-Kassette aufgenommen. Es ist extrem schwierig, diese Kombination zu kreieren und Chung Hun Chung hat genau das geschafft. Die Kamerafahrten wirken extrem cinematisch und auch die Drohnenflüge extrem flüssig. Das Farbbild hat mir auch sehr gut gefallen. Wenn die Kinder draußen sind und es gerade nicht um S geht, dann sind die Farben knallig und gesättigt. Wenn die Kinder aber einer Gefahr ausgesetzt sind, wie zum Beispiel ihren Ängsten oder Beverly, ihrem Vater, ist das Bild sehr dunkel und auch teilweise sehr blass. Die einzigen Ausnahmen sind hierbei die Szenen, wo Pennywise draußen ist. Schnitttechnisch hat der Film mich ebenfalls überzeugt. Die Schnittgeschwindigkeit variiert, je nach Stimmung der Szene. Der einzige Kritikpunkt beim Schnitt sind für mich teilweise sehr unflüssige Übergänge. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Insgesamt hat Jason Ballantyne am Schnitttisch eine solide Leistung zum Vorschein gebracht. Die Kulissen sind teilweise sehr klischeebehaftet. So gibt es besonders in der ersten Hälfte des Filmes eine typische Highschool zu sehen oder auch später ein typisches zerfallenes Haus. Trotzdem wurde meiner Meinung nach bei den Kulissen sehr detailverliebt gearbeitet, sodass es nie langweilig fürs Auge wurde. Die Kostüme und die Frisuren haben mich auch überzeugt. So hat fast jeder zum Beispiel eine für diese Zeit typische Frisur verpasst bekommen und insbesondere bei Henry Bowers stach das heraus. Oscar-verdächtig erscheint mir das einfach nur perfekte Kostüm von Pennywise. Dieses Kostüm hat extrem viele Facetten, was Pennywise neben seinem extrem schaurigen Make-up noch gruseliger erscheinen lässt. Neben dem Gruselfaktor im Film gibt es übrigens auch extrem viele humorbehaftete Stellen, die dem Film mehr Abwechslung verleihen, aber den Zuschauer gleichzeitig auch aus dem Horrorszenario herauswerfen. Aber wenn es zu Horrorszenen kam, dann wurde an Jumpscares und an einem sehr hohen Gruselfaktor nicht gespart. Jumpscares kamen an Stellen, an denen man sie meist nicht erwartet hätte und wie ich schon gesagt habe, hat das gute Kostümdesign und die gute Arbeit in der Maske und auch in der visuellen Nachbearbeitung, die übrigens auch für dieses Genre extrem solide war, diesen Film zu einem würdigen Horrorfilm gemacht. Trotzdem empfand ich nicht alle Szenen als besonders gruselig. Nun zu meinem Fazit. Mit der Neuverfilmung von S hat Stephen King und André Muschietti und das komplette Filmteam am Set und auch die Postproduktion es geschafft, einen Film zu produzieren, der es würdig ist, das Horrorgenre zu vertreten. S ist nicht einfach nur ein Horrorfilm. Er ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die Horrorelemente als Mittel zum Zweck benutzt, um die Geschichte von Freundschaft und Zusammenhalt zu erzählen. Als Message des Filmes interpretiere ich, dass man zusammenhalten muss, um Probleme, in dem Fall das Problem S, zu lösen. S ist ein Film, der das Genre extrem gut vertritt, weil er ein Horrorfilm ist, der einen Sinn hat und nicht aus lieblosen, aus den Ärmel gezogenen Horrorelementen besteht. Das hat der Film aber auch der guten Buchvorlage zu verdanken. Der Film ist ein gutes Gesamtpaket, der eine unglaubliche Vielseitigkeit besitzt. Damit spricht er die Menge der Menschen an und schaffte es bereits ein paar Tage nach dem Start zum erfolgreichsten gestarteten Horrorfilm zu werden. Wer Horrorfilme und Stephen Kings andere Werke liebt und wer Coming-of-Age-Geschichten mit Jugendlichen, in die man sich gut hineinversetzen kann, liebt, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, diesen Film im Kino anzuschauen. Jay und ich geben dem Film also insgesamt 9 von 10 möglichen Sternen, was schon eine extrem gute Bewertung ist. So, das war's auch schon wieder mit dieser Review zu S. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von dem Film haltet und schreibt auch einfach in die Kommentare, was ihr von diesem Video haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch einen Like da und abonniert uns auch, falls ihr keine Videos und keine neuen Reviews mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.